Herzlich willkommen. Wir sind heute in der St. Trinitatiskirche in Beutnitz, dem wohl ältesten Gebäude im Gleistal bei Jena. Der ehemals zweischiffige Raum hat jetzt seit 1696 ein Tonnengewölbe und zwei Emporen. Die Kanzel aus dieser Zeit hat ein Holzgewölbe mit Engeldarstellungen und einer figürlichen Darstellung. Der Triumphbogen in Richtung Chorraum stammt noch vom Vorgängerbau. 1402 bekam die in Kluse Elisabeth vom Bischof in Naumburg die Genehmigung, an dieser Kirchenwand eine Klause zu errichten, in der sie 43 Jahre lang eingemauert ihr Leben Gott allein widmete. Das Wirken der Elisabeth führte bei der Kirchengemeinde zu zahlreichen Spenden. Jetzt kommen wir aber zur Orgel. Die Orgel hat zwei Manuale und 16 Register. Der Erbauer der Orgel ist eigentlich noch unklar und konnte noch nicht erforscht werden. Doch heute bei der Öffnung der Windlade habe ich einen Eintrag von Ludwig Wilhelm Hähner, Orgelbauer aus Arnstadt, 1793 gefunden. Das könnte tatsächlich auch der Erbauer dieser Orgel sein. Mir gefällt besonders der wunderschöne Barockprospekt, der durch seine detailreich ausgeführten musizierenden Engel und ihren Instrumenten auffällt. 1929 hat Hugo Schramm hier eine Generalreparatur gemacht und 1938 wurden die Tasten von ihren ursprünglichen Positionen weggerückt. Das nahm die Firma Kirchner aus Weimar vor. Sie hat einfach die Manualklaviatur weiter nach links verschoben und dadurch das Anspielen um zwei Halbtöne tiefer möglich gemacht. Das sieht man sehr genau daran, dass jetzt hier eine große Lücke ist und hier die Stütze des Pultes abgesägt worden ist, um die Position zu verändern. Zweifelsfrei können wir das auch hieran sehen, dass das tiefe C und das tiefe Cis an die höhere Oktave angehängt ist. Und wenn man in der Windlade schaut und ich zum Beispiel ein A spiele, dann wird ein Ventil geöffnet, das den Namen G trägt. Das bedeutet, die Orgel stand früher einen Ganzton höher und ist heute auf Normaltonhöhe 440 Hertz. Bis 2012 war diese Orgel 30 Jahre unspielbar. Dann konnte die Firma Bochmann aus Koren-Salis wenigstens drei Register wieder herrichten, damit sie im Gottesdienst gespielt werden können. Das ist Prinzipal 8 Fuß, Gedakt 4 Fuß und Oktave 2 Fuß. Ansonsten hält diese Orgel noch einen tiefen Dornröschenschlaf und wartet auf den Prinz, der sie wach küsst. Und beim letzten Stück stelle ich Ihnen das Register vor, an dem man erkennen kann, welche Qualitäten in dieser Orgel stecken. Das Register heißt Gedakt 4 Fuß, in Thüringen oft genannt als Kleingedakt 4 Fuß. Und damit verabschieden wir uns auch von unserem Orgelspaziergang nach Beutnitz und freuen uns auf die nächste Orgel.